Hintergrund wählen und Türe einpassen. Um einen Hintergrund auszuwählen, tippen Sie auf das Kamerasymbol links oben. Wählen Sie Kamera, um ein Bild aufzunehmen, Fotoalbum, um ein vorhandenes Bild zu laden, oder wählen Sie ein Bild aus der Beispielsammlung. Tippen Sie nun auf Einpassen rechts oben. Durch Tippen und Schieben innerhalb des Modells können Sie die Position der Tür verändern. Durch Tippen und Schieben der Anfasser an den Ecken des Modells können Sie die Geometrie der Tür anpassen. Um das Einpassen zu erleichtern, ist es nicht notwendig, genau auf den Anfasser zu tippen. Verschieben Sie die mittleren Anfasser, um Breite und Höhe anzupassen. Tippen Sie auf Rückgängig, um die letzte Aktion zurückzusetzen. Mit Anschlag ändern können Sie die Aufgehrichtung der Türe den baulichen Gegebenheiten anpassen. Durch Zurücksetzen wird die Ausgangsposition wiederhergestellt. Wenn Sie mit Ihrem Ergebnis zufrieden sind, tippen Sie auf Anwenden, um in den Design-Modus zurückzukehren. Selbstverständlich können Sie nun weitere Modifikationen an Ihrem Design vornehmen.